Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Fluft am Start heute mit dem neuen AFC Content. Es ist Freitag und Footies Woche 3 steht an. Wir starten gleich mit der AFC Nachricht. Wir haben eine neue Evolution, werden reingehen in den XXL Pack Opening. Ich habe so viele Packs ready to go, Freunde. Und hoffentlich können wir heute direkt eine Footies Karte ziehen. Gucken uns also explizit das Team Nummer 3 natürlich an. Gehen in die neuen SBCs, gehen rein in die neuen Ziele. Wir haben einiges zu bequatschen, also let's go und rein in den XXL Video. Let's go und rein da. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich bin es leider immer noch nicht komplett. Ihr hört es an meiner Stimme. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr es natürlich feiert, dass ich täglich vor eurem Start bin. Nehmt euch kurz die eine Sekunde Zeit. Lasst einen Daumen nach oben da. Dauert für euch nur eine Sekunde. Würde mich extrem unterstützen. Lasst uns gerne so schnell wie möglich die 300 Likes auch voll machen. Passend zum Woche 3 Team des Footy oder der Footies Promo. Also, lasst Liebe da, Freunde, ihr wisst Bescheid, Support ist come out. Gerne für die Abos und Kommentare hinterlassen und natürlich gerne kostenlos die Glocke aktivieren, falls ihr daily nichts mehr rund um EAFC verpassen wollt. In dem Sinne, würde ich sagen, starten wir rein mit dem Willkommen in Footies-Woche. Nachricht von EAFC und da heißt es eben, Woche 3 enthält neue Footies-Item in Packs, SBCs und Aufgaben. Das Silber-Lounge LFF, also Freundschaftsspielmodus, kehrt in Woche 3 im zweiten Footies-Cup zurück. Sieh dir Evolutions an, aha, stärke deine Silberstars und tritt im Silber Footies Cup an. Okay, mal gucken wir gleich mal rein, um tolle Boni zu halten. Da bin ich mal sehr gespannt. Silber Footies Cup, alright, gucken wir uns gleich an. Also Evo-mäßig und auch in den Objectives einiges zum Anschauen. Vorher aber der Blick auf die SBCs. Wie immer fangen wir damit an und wie immer mit der ersten Information natürlich alle, geht rein in die Tagesanmelde ab der SBC. Bitte nicht vergessen, Freunde, wie gesagt, man kann es relativ schnell vergessen, also Bronzespieler auf jeden Fall, erste Aufgabe immer bitte abgeben und nicht vergessen. Für den 3 Nachspar 2 Pack und natürlich fürs weitere Craften und Packs und Rewards in den Zielen. Also Aufgabe Nummer 1, zack, haben wir schon mal abgehakt. Und dann haben wir neu am Start, eine 92 plus, Achtung, Footage Team 1, 2, 3, Player. Pick. Oder wie? Jawohl, Player Pick. 1 von 3. Das ist natürlich richtig geil. Weg zum Ruhm, SG und TOTT sind auch mit drin. Und hier kommt's. Unendlich wiederholbar. Eine Woche am Start. Bin ich mal sehr gespannt, was das gleich kostet. Ito haben wir am Start. 98er Footies Eigenversion. Und Freunde, das ist genau das, was ich gestern zur Schweini-SBC gesagt habe. Schweinsteiger, und er hat wahrscheinlich gestern auch Geburtstag, wie ich es gehört habe. Schweinsteiger kommt mit 5 Segmenten um die Ecke. Eto, 32 Segmente, Digga. Was ist denn da los, ey? Aber die sind doch da wirklich am Würfeln. Machen wir mal so, machen wir mal so. Das ist ja wirklich zwischen... Also, das ist gar kein Grauton. Das ist entweder weiß und schwarz. Also, entweder Top-SBC oder komplett am Boden. Warum so viele Segmente? Das geht mir nicht in den Kopf rein, ganz ehrlich. So, nach wie vor natürlich für 24 Stunden noch 400 Spazierer da, Player-Pick nach wie vor da, dann haben wir neu am Start eine Footies-Tages-Challenge, Jumbo Primo Gold Profi, dann haben wir Andrew Robertson, 2 Segmente nur, zum Glück, 2 Wochen da und dann hier die Footies Silver Cup Challenge. Achtung, mit einem seltenen Elektro-Profi-Pack. Ich weiß nicht, ob es dazu explizit eine Aufgabe gibt, gleich in der Ziel, aber hier heißt es, meistere diese Challenge, um eben einen Bonus zu holen. Keine Ahnung, was die EA damit uns will, wir werden es gleich auf jeden Fall auflösen oder fangen wir damit mal an. Denn abgeben müssen wir liegen maximal 5 Profis aus demselben Land, mindestens 2, mindestens 1 Silber, mindestens 3 selten, mindestens 14 an Teamchemie und 11 Spieler. Keine Ahnung, ob wir die abschließen müssen. Ja, sie refresht auf jeden Fall irgendwie hier innerhalb von 24 Stunden. Einmal wiederholbar steht da und 2 Wochen läuft der ganze Bums. Werden wir gleich gemeinsam vielleicht herausfinden. So, Footies Tageschallenge kann man machen, muss man nicht. Jumbo Premium Gold Profi Pack, wisst ihr Bescheid, auch hier eine Woche vorhanden. Und ein 80er Grand Squad, wenn man Bock darauf hat. Packt man die also schon mal raus. Dann haben wir die beiden Spieler-SBCs. Fangen an mit Andrew Robertson vielleicht mal. 2 Segmente, 2 Wochen da. Wie sieht's da aus? 85er Totsi World Week, 86er Grand Squad. Also, faktisch eine günstige SBC, können wir mitnehmen. Eine normale Footies-Karte, aber der ist easy auf links zu bringen. Linksverteidiger, LAV, das sieht sehr, sehr gut aus. Und bevor wir jetzt hier im SBC-Content weitermachen und da ein bisschen deeper gehen, erstmal für euch die Information, wer ist denn jetzt eigentlich alles in diesem Team mit drinne?
Ja, ihr habt es teilweise schon auf dem Thumbnail natürlich gesehen. Wir haben unter anderem CR7 am Start. Wir haben Frimpong als 99er-Version. Jetzt kommt's. Nicht zwei, nein, drei. Kerr ist auch noch 99er-Version. 98er Ferdinand, 98er Dembélé, 97er Sokrates, dann 97er Zaha und dann geht's weiter mit 97er Kompany, 97er Alaba, 97er Xavi, 96er Cech. Smith ist dann noch draußen als Icon-Version. Malassia von Manchester, dann haben wir Papa noch unten, Milito und Ricken, die Heroes unter anderem auch noch mit am Start. Also seht, Footies Team 3, oh my good lord, das lässt sich mal richtig sehen. Und jetzt bin ich richtig froh, dass ich auf jeden Fall Packs aufgespart habe. Denn wir hoffen natürlich auf jeden Fall, welche aus diesem Team wunderbar gleich im Pack-Opening eben zu ziehen. Nochmal kurz aber zu den SBCs und dann machen wir weiter natürlich mit Eto. Denn ich glaube, das hat auf jeden Fall Diskussionspotenzial, Freunde. Eto, warum EA 32 Segmente? Lasst mich gerne eure Meinung wissen wieder zu allen neuen SBCs des heutigen Tages. Wie immer sehr, sehr gerne. Lese ich da eure Meinung in den Kommentaren durch. Ich lese wie immer jeden einzelnen Kommentar und jetzt eben gucken wir mal rein. Was müssen wir denn abgeben? Bronze, Silber sind wir gewohnt. Dann der Loan direkt 85er, 86er Totsi Wotik, 87, 287er, 387er, 587er, 88er, 1, 2, 3, 4, 89er, 1, 2, 3, 4, 5, okay, 90er, 1 und 2, 3 und 4, 5, ach du Heiliges. Und 91er, 1, 2, 3, 4, 5, oh my good lord. Und nochmal 4,92er on top. Also Freunde, versteht mich nicht falsch. Ja, das Futter ist absolut gerade am Start. Definitiv, ja. Aber es geht mir nicht in den Kopf rein, warum man eine Schweinekarte gestern raushaut für quasi maximal günstig, quasi for free. 5 Segmente, wovon die ersten 3 quasi geschenkt sind. 80er Grader Squad, Silber und Bronze Squad. Und jetzt, einen Tag später, innerhalb von 24 Stunden später, kommt eine SBC raus, die 32 Segmente beinhaltet. Eto-Icon, wieder eine Footies-Icon? Nein. Also das stimmt vorne und hinten. Freunde, was soll ich denn hierzu noch sagen? Was sind das für Segmente? Also, sorry. Aber da bin ich komplett raus. Also egal, wie sehr ich da Eto liebe und die Karte an sich, nee. Also einfach nee. Das deutet aber auf jeden Fall, ich tease jetzt mal und habe die Hoffnung dahin, dass wir vielleicht morgen die 4-Nachspazener nicht mehr 5-mal wiederholbar haben, sondern mindestens 10-mal, würde ich jetzt mal vermuten, mindestens 10-mal. Die Hoffnung ist aber da, dass wir schon unendlich mal am Start haben, die 4-Nachspazener, morgen um 19 Uhr. Das ist die Hoffnung. Aber trotzdem ist es natürlich absolut wack. Nach wie vor das Footies Best oft natürlich am Start. Das ist ja 2 Wochen am Start. Das ist genau das gleiche, was auch jetzt letzte Woche im Packs war. Das also vielleicht mal kurz zum Best of thematisch, dass wir das auch abgrasen. Und jetzt haben wir hier, wie gesagt, wiederholbar. Ja, unendlich wiederholbar. Eine Woche diesen Player-Pick am Start. Der könnte sehr interessant werden. 87er und 88er. Und ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, da ist Footies Team 1, Team 2 und Team 3 mit drinne. Wir haben 3 zur Auswahl. Wir hoffen natürlich, eine Footies-Version zu bekommen. Achtung, in Klammern, ohne Heroes und Icons. Das heißt, die sind natürlich ausgeklammert, wie das immer so bei welchen Gamble-SBCs ist. Aber an sich, preislich, also wir haben ja gerade über Grinden und Craften geredet, ist das keine schlechte SBC, wenn sie sich preislich im Grenzen hält. Und ich glaube, das tut sie, wie wir ja gerade eben gesehen haben. Genau, wir sind ja schon reingegangen, wir haben es ja gesehen. Und dann würde ich doch tendenziell eher da reingehen. Und wenn jetzt morgen 10-mal wieder rüber die 4-Nachspazeter kommt oder generell unendlich wieder rüber kommt, dann können wir quasi im Endeffekt auch unendlich mal die 92 plus Epic SBC craften. Und uns da eben uns dann wunderbar die Footies herholen. Ist jetzt mal einfach so ein Predict, wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, weil die SBC 92 plus immerhin gefällt mir relativ gut. Also das auf jeden Fall schon mal zum SBC-Content, da machen wir schon mal einen Abstecher und zwar zu den Zielen. Freds, was ist bei den Zielen los? Das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Übrigens, kurze Frage in die Runde, Freunde. Alright, okay. Freunde, jetzt no joke. Jetzt steht hier 5. August und 7. August. Das ist ja wohl scherzhaft. Hier stand 100% Ebene 2. 2. August, 2. August stand da, dann war das ein Fehler. Gut, hat sich korrigiert, EA hat sich selber korrigiert, perfekt. Also 5. und 7. sind die nächsten Deep Dives. Schreibt es euch auf, Karrieremodus stand da 100%, 2. August.
als nächster Timer. Und es war keiner heute live und ich habe schon gedacht, ist da irgendein Fehler? Aber gut, war anscheinend da, schwamm drüber. Ja? Also, wir haben hier neue Sachen. Holen wir uns aber erstmal hier für den Berufsspieler ein 82x2er-Pack ab. Zack, EA kann halt ohne Fails nicht. Wir kennen das Ganze. Ich bin, glaube ich, nicht heute alleine gewesen, der gedacht hat, da ist aber kein Deep Dive. So, was wir aber am Start haben, ist den Tagesspiel wieder. Eine Woche am Stissel. Nice, dann Silbercup. Okay, das ist jetzt das 2 Wochen, was wir am Start haben. Gucken wir erstmal, was wir denn machen müssen für diesen Footies Silbercup. Ja, wie erwartet, maximale Teamchemie. 75 gerated und höher, logischerweise maximal 0. Also das heißt, es ist, wie der Cup auch sagt, logischerweise ein Silbercup. Liegen mindestens 3. Start von Auswechslung, wohlgemerkt maximale Chemie, also er braucht da chemiemäßig keine drauf, gar nicht drauf achten. Und Leihprofis maximal 1. Okay, was hat die EA mit uns vor? Maximal 74er Rating, falls die Leute nicht wissen, was Silber ist, maximal 74er Rating. Und das eben mit unendlich vielen Spielen. 2 Wochen haben wir Zeit. So. Was können wir denn bekommen bei diesem wunderbaren Cup? Also erstmal 500 XP für Spiele 3 Partien. 6 Spiele, 4x2er. Oh, Lookman 95 Conversion für 10 Spiele. Dann 15 Tore, bringt ein 5x2er Pack, 3 Siege, 4x5er, 5x3er für 5 Siege, 3x20er sind 8 Siege. Ach du Jemene, Dumfries 96 Conversion als Pri. Warte mal, der ist oben, ist Lookman ist auch Premium gewesen. Ey, was ist da denn los? Beides Serie A, das ist schon mal sehr nice. Für 11 Siege, 14 Siege, dann 7x4er. Oh mein Gott, Leute, und dann Footies Korea nochmal und top. Okay, da lohnt sich auf jeden Fall schon mal reinzugehen, Punkt 1. So, dann haben wir Mohamed Kudus als, oh mein Gott, auch als Premium. Sehr geil. Der war wirklich sehr beliebt. Eine Woche wieder als sehr, sehr einfach wahrscheinlich zu holen. 500 XP, 6 Tore mit mindestens 90 Dribbling. Squad Battle war mit Champs für einen 81x2er-Pack und top noch. Vorlagenkrone, 82x2er-Pack für bereits 4 Tore mit Mittelfeldprofis vor. Easy Game. 6 Spiele haben wir mindestens 3 Premier League-Profis in der Startelf und gewinne 5 Partien. Squad Battle war mit Champs. Ja, Freunde. Wieder mehr als einfach. Kudus auf jeden Fall mitnehmen. Silver Cup ist neu. Dann haben wir hier ein Komplettpaket noch zu dem Tagesspiel. Auch hier wieder XP und Packs drin, wie wir das Ganze kennen. 5-mal abschließen, nicht vergessen. Und ach du Jemene. Ach du Jemene, Friends. Footies Icon Gattuso ist der Reward. Alright, ein bisschen weird vom Split. Sprungkraft, Kopfpräzision, Effet, Elfmeter, Volleys und Abschluss hat er halt gar nicht. Aber ich sag mal so, für eine Objective-Karte, für Lau, nehmen wir gerne mit. Nehmen wir gerne mit. Sehr, sehr einfache Geschichte. Passend einfach jetzt zum Gönner-Modus, der an ist bei EA. Ausgeklammert die Eto ASPC, also da weiß ich noch nicht genau konkret, was das Ziel von EA war. Gut, jetzt aber Evolution Time, Friends. Und da haben wir ja was Neues am Start. Und zwar die Frage, was haben wir neu am Start? Die Silver-Geschichte. Sturmprofi 1 und 2 auf jeden Fall. Wait a minute. Ah, I get it. Oh mein Gott. Warte mal, das haben sie jetzt nicht gemacht, oder? Bereite dein Team mit einer neuen Option im Sturm auf die Silver Lounge vor. Füge 3 neue Spielstile plus Boni zu. Darunter angeschnittener Schuss, damit dein Team triumphiert. Warte mal. Silver Attacker 1 und 2 haben wir jetzt draußen, oder was? Also, for free. Wir können uns hier quasi 2 schon mal ercraften und zergrinden. Maximal 79 Tempo, maximal 82 Schießen, maximal 7 Spielziele. Spiele eine Partie beliebiger Modus und setze dabei. Okay, weil das wäre jetzt mein Problem gewesen bei der ganzen Geschichte. Es dauert zum Glück noch nicht mal lange, Freunde. Wir müssen jeweils nur eine Partie zocken. Das heißt, wir können ja parallel als Dinge auch machen. Das heißt, wir können beide aktivieren hier auf der rechten Seite. Beide einfach aktivieren, Friends. Ja. Und dann quasi ready machen für den Cup, bevor ihr in den Cup reinstartet. So, gucken wir mal rein, wer als Option vorhanden ist. Wir haben 20 Tage Zeit. Können uns wirklich aussuchen, wen wir wollen, auf wen wir auch immer Bock haben, Friends. Einfach nehmen, worauf ihr Bock habt und was natürlich am Ende des Tages dann auch top aussieht. Also, nochmal kurz zur Erklärung. Wir bekommen
Im Endeffekt ein Allround-Upgrade. Also alles wird geboostet, schwacher Fuß wird geboostet, Spezialbewegung wird geboostet. Wir nehmen jetzt einfach mal beispielsweise, keine Ahnung, hier so ein Friedel IV. So, guckt euch den mal an. Dann hat er kein Def. Das ist natürlich Mist. Playstyle-mäßig angeschnittener Schuss. Ich würde sagen, tendenziell eher was für die Offensive. Ich glaube, man wäre blöd, wenn man die Offensive nicht nehmen würde. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel Burkhardt, der hier direkt vorne mit dabei ist. So, zack, haben wir dann am Start. Ja. Für eine Silberkarte ist das gut. Ist das sehr gut. Also, da bin ich mal sehr gespannt, wie ihr nimmt. Ich guck mal gerade bei Fujiji, wie viel reinpasst. Okay, 512.000, wenn ich es richtig sehe. Ah, nee, warte. Ist es das? Nee. Wait a minute. Footix Silver Attacker? Nee, 14.000. 14.000, was ist das denn? Footix Evo Upgrade? Wait, Footix Evo Upgrade, ist die auch neu? Upgrade dann Footix Evo? Profi mit Raserei? Ah, eine Footix Evo passt hier rein. 20 Tage, ist auch neu. Wait. Das heißt, da passen dann die Versionen rein, die wir zum Footix Evo vorher machen, oder wie? Gut, interessant, Friends. Okay, Footix Evo Upgrade, im Beispiel jetzt hier von Tevez. Sieht nach einem leichten Upgrade aus. Oh ja, das ist definitiv. Ist auch wieder for free und auf jeden Fall mehr zu spielen. Okay, interessante Evolutions, Friends. Also da haben wir interessante Geschichten, oder? Wie findet ihr es? Bin ich mal sehr gespannt auf eure Meinung zu den neuen Evos. Und vor allen Dingen wichtig, weil das wäre jetzt mein wichtiger oder nächster Punkt gewesen. Wie sollen wir den Silver Footix Cup zocken, ohne Footix Silber zu haben? Die bekommen wir eben jetzt hier durch die Evo. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Win von EA. Und wie gesagt, wir haben ihn halt schnell beisammen. Diese zwei abgegradeten, in Anführungsstrichen, Silberkarten dann. Das ist auf jeden Fall ein Win. Und damit kommen wir dann bei Footix 7.3. Wir gucken uns das gleich bei Footbin nochmal explizit an, aber jetzt eben auch zu den Packs. Ich habe überlegt, mache ich Player Picks ready und habe mich dagegen entschieden, denn wir haben einfach noch so viele Packs, Freunde. Und ich habe ein bisschen die Transferliste geleert. Oh mein Gott, Lord. Und uns werden uns endlich die Rating Packs angezeigt. All, was die Tage nicht gemacht worden ist, wird uns jetzt hier am Freitag angezeigt. Auch das ist schon mal auf jeden Fall ein idealer Start in den Freitag, Friends. Wir haben nämlich die Rating Packs hier angezeigt. Traumhaft, traumhaft. Mit welchem wollen wir denn starten? Ich weiß es nicht, Friends. Fakt ist, wir bekommen auf jeden Fall heute kein Freepack von EA. Das ist fast schon ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz lässt sich das Team auf jeden Fall richtig gut sehen. Ich habe es euch eben gezeigt, ob es ein Dembélé ist, ob es ein CR7 ist. Also ich weiß gar nicht, wo will man da anfangen, wo will man da aufhören. Das Einzige, was uns jetzt hier noch stören kann, sind die Server. Transferliste, wie gesagt, ein bisschen geleert. Und dann können wir jetzt einfach drauf hoffen und müssen darauf hoffen, dass was Gutes um die Ecke kommt, Freunde. Also, nächstes 84x2er-Pack, machen wir mal hier die kleinen Packs auf. Da ist schon die erste Special-Karte. Oh mein Gott, kurzer Schockmoment, Friends. Wegen Alaba natürlich. Es ist keins. Auch so leicht rosa, das haben sie auch wahrscheinlich extra gemacht. Auch zwei Kampagne aus der rechts, Raspadori und keins. Gut, dann bin wir direkt in der SBC, perfekt. Und das ist das Schöne ja jetzt, wo wir gemeinsam die Packs öffnen. Fege jetzt zum Beispiel die SBC ready gemacht. Das können wir also jetzt wunderbar mit den Duplikaten. Dadurch, dass einfach jetzt so viele Special-Karten am Start sind, haben wir dann das auf jeden Fall auch schon mal ready to go. Und wir werden alle weiteren Spieler-SBCs natürlich auch noch machen, beziehungsweise die ich auf jeden Fall machen will und möchte. Machen jetzt weiter mit den Rated-Packs. Oh! Oh mein. Wait. Das ist aber doch wieder die Verarsche hoch 10, oder was? Ey, Freunde, wenn ich einen rosa Flair sehe, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ist der Footix Flair? Wie ist der Footix Flair? Lawrence, Ericsson, könnt ihr mir nur gerade auf die, könnt ihr mir gerade nochmal helfen? Wie ist der Footix Flair? Ist der nicht auch weiß? Ist der nicht komplett weiß? Ich weiß echt gerade nicht. Ah, der Chat wird mir weiterhelfen, Friends. Aber so lange haben wir überhaupt schon. Doch, wir haben Sand schon mal gezogen bei Team 1. Aber hier auf der Road to Glory tatsächlich noch nicht viele Footies aus Team 1 und 2. Und das wollen wir heute hoffentlich ändern. Ey, was sind denn hier so viele 83er nur drin? Gut, dass die Transferliste so gut wie leer ist. So, nächstes 83x2er. Come on. Spain gleich Payne, ZDM. Wenn das jetzt Busquets ist. Ja, klar. Freunde, wie viel 83 haben wir jetzt hintereinander gezogen? Und da werden wir schon rausgeschmissen. Oh oh, die Server. Rosa, aber die gelbe Schrift
bei Footies. Ja gut, die gelbe Schrift ist klar. So, jetzt hoffen wir mal, das klappt. Perfekt. Also doch rosa. Aber ich dachte, so rosa scheint so ins Weiß gehend. Naja, wir gucken drauf. Nee. Wir fallen nicht drauf rein. Gelb bei mir, schreibt Toasty rein. Stach haben wir auch untraded. Wir sind wieder in der SBC. Das ist echt crazy, Freunde. Wir haben letzte Woche Freitag unter 200 Packs runtergezogen. Jetzt haben wir wieder 270 Packs. Ich weiß gar nicht, wie die sich alle zusammenpacken, ey. Also das ist auch wirklich crazy. Also bei Premium nur so goldgelb, genau das meinte ich. Und bei normal ein bisschen rosa. Gut, wir achten drauf. Nächstes 4-8-2er-Pack. Come on, ey, mach den Gönner-Modus an. Wie geil wäre das bitte? Lobotka und Ginter, 2-84er. Sie sind am Stissel. So, nächstes 4-8-4. Also wie gesagt, die Pack-Ordnung macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und hier haben wir Foden und Laporte. Ja komm, mit 1,85er können wir kurz discarden. Und dann seht ihr hier, 3,8x10er, 7,8x3er-Packs sind hier am Stissel. Da kommen noch die Tauschpacks und es sind noch viel weitere Rating-Packs, die gerade hier nicht angezeigt werden am Start. Das ist halt das Traurige. Und da haben wir was Blaues. Team of the Season oder was? Ja, wait. Jawohl. Quadrado? Ah, und dahinter ist die andere Card-Type. Quadrado mit... Hey! Jawohl. Lucio. Ich dachte kurz Winter Wildcard, aber klar, ist ja Hero. Nice. Ey, Freunde. Nehmen wir doch gerne mit. Alles nur noch SPC-Futter, ist so. Deshalb auch so viele Segmente bei Heto. Das ist einfach der Grund, Freunde. Da, hier ist wieder ein 3-8-2er-Pack. Also, heute wirklich viele Packs. Das kann ich euch definitiv versprechen. Und das auf jeden Fall heute hauptmäßig, das videomäßig, das Ganze gesehen. Und ich hoffe einfach, dass einer von den Karten die Daten um die Ecke kommt. Irgendjemand von den Footies Friends. Egal wer. Wir nehmen an Day One erstmal jeden mit. Jeden. Schon wieder. Alea Dortmund. Lass uns Ricken lernen. Dann gib uns Ricken. Wir nehmen auch 95er Ricken an Day One. Nächstes 3-8-2-Packs. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Wir haben sehr viele 3-8-2-Packs. Sehr viele. Bin ich mir fast sicher. Die nächsten 83er. Das ist doch Wahnsinn, Freunde. Wie viel 83er wollen wir noch ziehen heute? Wie viel 83er sollen da noch drin sein, ey? Komm, Dembele, Frimpong, Kerr, Ronaldo, yay, du hörst uns doch zu hier wieder übers Mikrofon. Wir wissen es doch. 84er diesmal zumindest mit dabei. Beide tradable, immerhin. 22 jetzt auf der Transferliste. Transferliste füllt sich langsam, aber sicher. Nächstes 83 Doppelpack. Und Deutschland ZOM. Müller. Kann auch jeder andere sein. Wer ist es? Hofmann und Orban. Bist du Trade? Bist du Untrade? Du bist Untrade. 83er. Wie gesagt, ihr macht natürlich keinen No Man Left Behind. Ihr macht natürlich No Man Left Behind so rum. Und nicht irgendwie jetzt hier kurz einen Discard oder sowas. Das mache ich natürlich jetzt hier nur fürs Video, Friends. Dass wir auch ein bisschen schneller durchkommen. Weil sonst würde ich hier noch gefühlt 2 Stunden sitzen, um die ganzen Packs mit euch runterzuziehen. 86 mal zu. Ey, und kein Duplikat. Yay, fängt langsam den Gönner-Modus anzumachen. Fängt langsam an. 75 mal 5er Pack. Gucken wir da rein. Keine Special-Karte. Können wir skippen. Italy. Mit. Nichts Besonderem. Transferliste, ja, nein. Einer zumindest. Schneller wieder Discard. Also, das ist wirklich die Hoffnung, dass der Shop zumindest hier mitmacht. Die Server im Umkehrschluss. Oh, yes. Blau aus dem 2-8-2er. Haben wir noch oder haben wir nicht mehr? Henderson. Bin ich mir jetzt schon gar nicht mehr so sicher. Wir gucken rein. Müssen wir in der SBC oder nicht? Nee, müssen wir nicht. Und 82er Jakobsen ist... Ah, Kommunikation wieder vor. Freunde, was ist denn hier los mit dem Shop? Ja, perfekt. Alright, wir kommen gar nicht mehr rein in den Shop. So, Freunde, es kann weitergehen. Und ich habe überlegt, wir können ja jetzt, weil auch gerade viele in den Chat schreiben, den 92 Plus Pick von vorhin in der SBC, können wir auch gleich vielleicht mal wunderbar craften gemeinsam. Das wäre doch auf jeden Fall eine Idee, weil der scheint auf jeden Fall relativ gut zu sein. Und da gucken wir doch mal rein. So, weiter geht's. Nächstes 2-8-2er. Keine Special-Karte.
Und welches Futter wird's? 84er und 82er. Hier wird die Transferliste wieder voll. Ich weiß gar nicht, wie viel 82er-2-Packs wir haben. Das ist ja crazy. Das ist ja crazy. Zack. Aber wir gucken natürlich jetzt auch gleich nochmal in die anderen Ratings rein. Rating-Packs besser gesagt. Wenn die Server denn mitspielen würden. Boah, das ist echt. Also das Laden ist wirklich ganz schlimm. Franz Parejo und Alex Ramiro. Beide Tradables. Sehr gut. Können wir nämlich direkt weitermachen, wenn der Shop den dann lädt. Perfekt. Außer 2x2-Packs sogar relativ gut. Oh, Special-Karte. Here we go. Brasilien. Wait. Ah, Momentchen mal. Doch, es ist die Icon. Jawohl. Es ist Xavi dran. Oh my good lord, ey. Was ist denn da los? Der Joel immer. Gut, da sind wir schon direkt in der nächsten SBC. Also das ist das beste Beispiel, so ein 82x2-Pack und dann haben wir direkt so eine Icon drin und da ist schon der erste, das erste Segment von der 92-plus Player-Pick-SBC zum Beispiel ready. Also das ist natürlich Footies Time, ja, dass du halt einfach dann auch das Futter ziehst. Trotzdem finde ich, hat es nichts damit zu tun, dass man trotzdem so eine E2-SBC mit einfach 32 Segmenten meiner Meinung nach viel zu teuer macht. Also sorry. Das ist halt einfach zu teuer und da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen, meiner Meinung nach. Also, bin ja mal gespannt auf eure Meinung, wie gesagt, zu dem ganzen Thema. Aber meiner Meinung nach hat sich EA da kein Gefallen getan mit. Und das hätten sie einfach schlauer machen können. Lass es von mir aus über 10, vielleicht sogar bis maximal 20 Segmente sein. Und dann meckert doch auch keiner. Lass es 19, 18 Segmente sein. Ich meine, wir haben den 2.8. EA, macht doch den Gönnermodus einfach ein bisschen an. Da haben wir die andere SBC, Robertson. Ich verstehe es halt, wie gesagt, nicht. Und ich meine, wir haben so viele SBCs jetzt das ganze Jahr uns angeschaut, Freunde. Jeden Tag. Und wie oft habe ich gesagt, ey, Friends, es macht einfach keinen Sinn. Ja, ich verstehe einfach die Logik dahinter nicht. Und die Zeit vermisse ich so ein bisschen von damals vielleicht. Da hat man wirklich gewusst, so, hey, okay, die SBC so und so. Klar, damals gab es auch Sachen, die blöd sind, aber, oder blöd waren bei EA. Das gibt es irgendwie immer. Aber in dieser Häufigkeit, das ist halt irgendwie schon ein bisschen weird. Aber gut, es ist, wie es ist. Wie gesagt, EA kommt ohne Fails nicht aus. Es ist halt so. Aber das ist halt einfach zu teuer. Also das ist halt ohne Wenn und Aber einfach zu teuer. So, zack, 83er. Und ich glaube, von den ganz kleinen Packs haben wir anscheinend zu viele, weil gefühlt haben wir, hören wir gar nicht mehr mit auf. Aber wir haben hier gleich noch wunderbare weitere Rating-Packs. Ein Arschball, zwei. Ja, komm, gib uns wieder ein Icon aus so einem kleinen Pack. Skippen wir die kurz durch. Zack, 84er. David ist tradable. Dauert wieder 5 Jahre, bis er tauscht. Shop wird aktualisiert. Nächstes 81x2er-Pack. Here we go again. Und wie gesagt, hier bekommt er wirklich alle Packs wieder mit. Dafür bin ich auf jeden Fall am Start. Und ich zeige euch nicht nur das Beste vom Besten, sondern ich zeige euch Realität, Friends. So sieht's aus, ja. Wir ziehen auch mal Packs, wo nichts Gutes drin ist. Weil die Leute denken immer nur, ich öffne irgendwie 10 Packs oder so. Und habe das, keine Ahnung, das Glück mit sonst was gegessen. Nee, so ist es natürlich nicht. Wir feiern es, wenn was Gutes dabei ist. Aber es sind halt auch einfach normale Sachen mit dabei. Wie jetzt hier Pope, zack, nur zack. Ist auch schon untrade. Kurzer Discard. Bei dem einen Spieler macht das ja, wie gesagt, nichts. 80x2er-Pack. Nicht wirklich high-rated. Da sind die Player-Picks gefühlt schon besser. Aber 84er nehmen wir gerne mit. Und keine Duplikate. Auch das sehen wir sehr gerne, ey. Danke dafür. Aber das dauert halt so lange, ne? Shop wird aktualisiert. Ach, Freunde. Was ist denn mit den Servern los? Yay. Komm, gib uns doch mal die Special-Karte. Wer ist es jetzt? Dia. Tradable. Ab auf die Transferliste. Die füllt sich halt auch nicht. Nee, es ist 80x2er. Und dann gucken wir, dass wir hier, jawohl, 84x83er. Ein bisschen Rating mitnehmen als SBC-Futter. Ein bisschen Rating nehmen wir doch gerne mit. Oh yes, Special Karte, here we go. Gelb, das ist die Footies Version. Oder was? Moment. Oh ja, es ist einer. Komm, Henderson hatten wir eben schon. Wer ist es jetzt, Baby? Gib uns Ricken. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe, Friends, vor ein paar Sekunden noch. Ich sag, gib uns Ricken, dann haben wir zumindest die Version schon mal am Start. Dann haben wir schon mal zumindest die Version am Start. Gucken wir uns Rick noch an. 4 Sterne, 5 Sterne.
Nee, war gerne mit. Er wird schon auf Discord sein, gefühlt. Ja, so gefühlt halt wirklich. Aber nehmen wir gerne mit. Freunde, und das aus so einem Pack, das muss man immer dazu sagen. Und das einfach aus so einem Pack ist schon einfach crazy. Komm, wir machen direkt weiter. Oh mein Gott. Freunde, ich krieg hier noch uns was. Portugal, da habe ich direkt an CR7 gedacht. Bruno Fernandes wird's jetzt hier. Und die nächste Icon mit Orban von Persie. Ich glaube, wir haben beide Versionen. Das heißt, wir können direkt in die nächste SBC, glaube ich, gehen. Jawohl, so sieht's aus. Freunde, und damit kommen wir schon zum ersten 92 Plus Player Pick jetzt hier auf der Road to Glory. Und wir gucken rein. Wen gibt es? Okay, wir haben João Neves, der nicht mehr viel kostet. Suazo. Die haben wir schon gezogen, sag ich schon. Doch, gestern hatten wir ihn gezogen. Neves. Und wir haben einmal Mittelstädt am Start. Ich würde sagen, weil wir schon Mittelstädt am Start natürlich haben, nehmen wir hier schön João Neves. Im ersten 92 plus Playback, Freunde, nehmen wir gerne mit. Ja, so muss es sein. Und wie gesagt, der ist unendlich wiederholbar. Also das ist doch einfach traumhaft. Das ist doch einfach traumhaft. Den können wir wunderbar craften jetzt die Woche. Und besser kann es doch gar nicht sein. Und wenn es dann ganz ideal läuft, haben wir natürlich eine Footies-Version dann genau da drin. So, jetzt Deutschland, ZDM. Alright, wir bleiben doch ruhig. Oberdorf, mit wem hinter? Alexander Arnold, haben wir auch schon häufig gezogen, haben wir ihn abgegeben, ist die Frage. Yes, die Antwort ist ja. 88er und 87er, also rein in den Verein. Nächstes, 85x3er-Pack. Oh, das wird wieder blau, diesmal hell. Portugal, Rechtsverteidiger. Und die Karte haben wir tatsächlich schon. João Cancelo, haben wir den auch eben abgegeben. Tots ist auf jeden Fall hinter. Who is it? Welche Version haben wir? Charles. 94er Charles. Auch noch gar nicht hier gezogen. Und, jawohl. Das war tradable. Wait, ist das das von den, dann ist das ja das von, von Champs muss es ja gewesen sein. Ja, muss ja. Muss. So, das hier ist untrade. 85x3. Nächstes. Jetzt geht's los, Freunde. Deutschland ZOM. Okay. Mit. Zwei Tots, wir hätten nichts dagegen. Gib uns das SBC-Futter. Okay, Kowalski, mit wem sonst? Mit zwei Goldkarten. Stimmt, wir hätten sonst Doppelwalker. Oh, sie ist tradable. Oh, perfekt. Also, besser jetzt gar nicht kommen können. Nächstes, 85x4er-Pack. Oh, Deutschland. Komm, bitte. Ne, Hero. Ach, Pedi Pelé, den habe ich auf jeden Fall abgegeben. Aber Stach hat natürlich eben schon. Schan ist doch mit dabei und Rodrigo. Stach gebe ich eben wieder ab. So, Freunde, ich bin da mal gespannt, wie viele Packs wir heute wieder hinkriegen. Stach ist auf jeden Fall jetzt abgegeben. Und wir machen weiter mit dem 85x5er Pack. Come on, es wird blau. Es wird... Oh, no way. Obwohl, die habe ich eben abgegeben. Stimmt, ich habe sie eben in der SBC abgegeben. Lawrence haben wir again. Und Berbatov. Okay, den habe ich Safe Call nicht abgegeben. Wer ist hinter? Bremer und Berbatov gehen wir wieder in der SBC ab. Und damit ist die nächste SBC gemacht. Wir machen natürlich auch Loftus Cheek. Ready to go. Und ja, damit auf jeden Fall die SBC auch fertig. Berbatov, zack, abgegeben. Und wir machen weiter mit den Packs. Ah, das ist das Schöne. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall den Tag auf jeden Fall nochmal vorproduziertes Video machen. Wenn dann hoffentlich morgen die unendlich 4x10er kommt, wo wir dann wirklich unendlich 4x10er machen, das wäre auf jeden Fall richtig geil. Oh, weiß. Brasilien, IV. Wir bleiben ruhig. Edam, wieder Eigen. Es ist doch die Eigen. Es ist Lineker hinten dran. Da war ich auch schon gar nicht mehr, ob wir den haben. Ich meine, wir haben tatsächlich Edam Militao noch, oder? Yes, haben wir. Und wir haben 5 Special-Karten. Jota, Lineker und Militao mit Netz. Alright, ich bin gleich wieder zurück. So, weiter geht's. 87x3er-Pack. Es wird wieder blau zum Start. Holland, IV. Puh. Alright. Und Kowalski, ernsthaft, again. Oh Mann, wir müssen nach jedem Pack in der SBC. Ach du Jemme, Sanchez, den haben wir auch immer noch. So, nächstes 85x5er Pack. Es wird weiß, es wird Polen, es wird Torwart.
Oh Gottes Willen. Vita Schafi. Oh mein Gott, Lord Voll. Was ist denn hier los? Wieder Chan Wirtz und Chananolo zumindest eher tradable. Ich glaube, das ist das Ding, Freunde, bei den Freitag XSL-Videos, dass wir einfach jetzt unendlich weitermachen könnten. Und es quasi nie, einfach wirklich nie aufhört. Weil wir machen jetzt hier weiter, dann grinden wir wieder ein weiteres SBC, bekommen ein weiteres Pack als Reward und so weiter und so fort. Und hier wieder ein Eder Militao, den wir eben schon gezogen haben. Ich hoffe, ich habe ihn wieder abgegeben. Wahrscheinlich jetzt ein Berbatov dahinter. Mal gucken, was haben wir hinter. Es ist diesmal Keen, die wir wahrscheinlich zu 99% auch schon haben. So sieht's aus. Donnarumma, zack. Und hier haben wir wieder mindestens zwei, die in der SBC verschwinden können. So, zumindest kommen dadurch die weiteren Rating Packs von hinten da dran. 86 mal 2er Pack jetzt hier. Red One, Red Version. Alright. Haben wir wahrscheinlich auch schon. Lukic, zwei sogar von den Versionen. Alles klar, danke, yay, dafür. So, was machen wir als nächstes auf, Freunde? Wieder 87 mal 3er Pack. Und es wird wieder weiß. Es wird Belgien. Es wird IV. Alright. Komm, es ist. Warte mal. Oh mein Gott. Natürlich sind die doppelten Versionen und doppelt und dreifach irgendwie am Start. Ich habe schon gehört, Frimpong ist auch als Team of the Year Version natürlich am Start. Also. Da kommen wir leider nicht drum rum, glaube ich, dass natürlich da auch wieder der Troll am Start ist. Das ist vielleicht so ein bisschen das Negative, dass EA das eingebaut hat, weil da wollten wir zumindest, wenn es dann eine Footies-Version ist, die Footies-Version dann auch haben, finde ich, oder? Das wäre doch zumindest das eine. Okay, die habe ich eben abgegeben, glaube ich. Deshalb haben wir den auf jeden Fall nicht. Chan und Koundé haben wir beide nicht. Perfekt. Das heißt, ihr könnt weitermachen mit dem nächsten Pack. Oh mein Gott, Lord, wir haben Freunde, wir haben noch so viele Packs, es geht gar nicht aus. Oh. Moment. Es ist Verarsche wieder. Es ist Verarsche. Naja, es ist Company-Verarsche. Oh mein Gott, das will ich. Wie oft will man das mitmachen, Friends? Wie oft will man das eigentlich mitmachen? Es ist Heuland und Company. War es ein 2 oder 3 Pack? 2er, ne? Ach du Jemine. So, da ist dann so eine Tausch-SBC natürlich traumhaft für, ja, so eine Tausch-SBC, direkt das nächste Pack, 51er-Pack, wieso auch nicht. Und Leute fragen ja immer wieder, wieso habe ich immer so viele Packs, spare ich irgendwie irgendwas auf? Freunde, nein, aber ich mache ja, man macht ja kaum was, man öffnet ja nur selber seine Packs und man kriegt es gar nicht, die ganzen Packs runterzuziehen, weil man immer wieder Duplikate am Start hat, die high-rated sind und die man wieder in der SBC knallen muss, dann bekommt man wieder dadurch ein weiteres Pack und so weiter und so fort. Ich meine, ihr wisst doch selber, wie der Hase läuft. So, hier haben wir Weißes. Das wird Deutschland ZDM. Wait, welche Version ist denn? Okay, es ist Base Kimmich. Bremer, ich glaube, Bremer haben wir eben auch abgegeben. Kimmich dürfen wir auch nicht haben. Perfekt, kein davon. Ødegaard auch rein mit dir. Rein mit euch in den Verein. So, hier kommen dann wieder Tradable Packs um die Ecke, warum auch immer. Wie gesagt, die Pack-Ordnung, das Pack-System, keine Ahnung. Was sich EA dabei gedacht hat, aber wir nehmen es einfach mal so an und wir nehmen es einfach mal so mit. Und dann weiß ich nicht. Ich meine, ihr liebt es wahrscheinlich, dass wir jetzt so ein XSL-Pack-Opening auf jeden Fall machen. Jetzt mal hier das 83x10er. Es wird wieder weiß. Nee. Das ist nix. Obwohl auch wieder so ein gelber Flair ist. Aha. Make your mark-Spieler. Wer ist denn dahinter? Özcan. For real? Freunde. Wie viele Dortmund-Spieler haben wir heute schon gezogen? Das ist ein richtig gutes Pack dafür. 83x10, das lässt sich sehen. Ginter kommt in 84er, können wir discarden. Können wir direkt weitermachen. Ey, damit bin ich ja gesagt. Sehr gut. Bin ich sehr zufrieden mit. Dann haben wir hier die tauschfolge Packs. Oder eigentlich glaube ich, dass wir auch noch ein paar Ready-Packs haben. Aber ich kann mich da auch komplett vertun. Ich weiß es echt nicht mehr, Friends. Ich habe den kompletten Überblick mit den Packs auf jeden Fall verloren. Aber sie werden einfach noch nicht angezeigt. Oder sie werden immer noch nicht angezeigt. Ich weiß es nicht, Freunde. Es kann sein, dass da gleich noch was auftaucht. Es kann auch sein, dass nichts auftaucht. Wir bekommen auf jeden Fall hier den nächsten blauen. Wir bekommen. Ist es again? Ist es Heulund? Es ist Heulund again. Und es ist again Alkin. Okay, wen haben wir als Duplikat? Oh, Rafael Leão mit da drin. Oh, was ist das für ein gutes Tauschback? 27er Tauschback gewesen, wow. Das ist mal richtig gut. So, Freunde, wir haben dadurch den nächsten 92 plus Player Pick. Und again, wieder leider kein Footies. Mikodaze, Theate und Machado.
Weil wir ihn noch nicht haben, nehmen wir Machado hier mit. Zack. Und können dadurch weitermachen mit den nächsten Packs. Also zwei jetzt schon relativ easy dazu gegrindet. Also ich würde sagen, die 92 plus Player Pick, die lässt sich auf jeden Fall sehen. Und dann ist natürlich die Hoffnung da, dass man eben eine Footies-Version daraus zieht. Da werden wir bestimmt innerhalb der Woche, weil sie einfach unendlich viel rüber ist, immer wahrscheinlich daily in jedem einzelnen Video, hier Packs davon öffnen. Packs nicht gut. Player Picks natürlich. Habe ich schon Packs gesagt. Packs wären auch nicht schlecht. Dann wären sie auch definitiv günstiger. Aber 92 plus Playpick kann man auf jeden Fall mal so machen. So, ich würde sagen, zum Abschluss, was jetzt Packs angeht, was die Packs generell angeht, machen wir jetzt auch das ein oder andere 51er Pack hier auf, weil Rating Packs scheinen dann doch nicht mehr hinten dran zu sein. Wieso, weshalb, warum? Ich kann es euch nicht beantworten. Transferliste haben wir auf jeden Fall eigentlich noch genug Platz. Zumindest bis gleich. Mal gucken, wie viele hier von Tradable bzw. Untradable sind. Und wie gesagt, wir haben unsere Footies-Version gezogen mit Ricken. Schon mal an Day One. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann werden wir auch die nächsten Tage nochmal in Player-Picks reingehen und so weiter und so fort. Also das wird auf jeden Fall relativ nice. So, was bekommen wir hier im nächsten 51er-Pack? Jawohl, nochmal die Special-Karte. Es wird blau. Es wird England Stürmer. Harry Kane-Version. Ist da. Alright, den haben wir auf jeden Fall am Start. Harry Kane, war jetzt Doppel-Walkout, war irgendwas? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Auf so eine Pack, safe nicht. Einziger Special-Karte, sieht so aus. Duplikate, 19 Stück. Da kümmere ich mich dann gleich drum, Freunde. Aber da sieht das schon mal auf jeden Fall, es lohnt sich. Oder das ist ja das, was wir an Footies generell so lieben. Es lohnt sich und es macht auch einfach Bock, jetzt wieder Packs und Packs und Packs und Packs zu öffnen. Das ist einfach das Schöne an der ganzen Geschichte. Und zumindest finde ich, ist das auf jeden Fall das relativ nice. Also, SBCs haben wir uns angeschaut, Freunde. Ich würde sagen, jetzt gucken wir mal kurz überblickmäßig aufs Team. Und ich glaube, da können wir es groß machen. Ronaldo, 5-Star, 5-Star, Curve, 4-5 sehe ich hier schon. Dann eigenmäßig, ach du je, Mini, Milito, dann haben wir, ach du einiges. Also sorry, aber was ist das bitte für ein Team? Was ist das bitte für ein Team? Usman Dembele, willst du mich komplett verarschen? Ach du heilige Mutter Teresa, Freunde, die brauchen wir uns gar nicht angucken. Das seht ihr selbst, was ist denn das für eine Karte? Mit Achtung, 4 Playstyles Plus. Dann haben wir Saha, Beck nach dem Tots. Ja, also Freunde, ich glaube, wir können mal kurz mal drüber gucken. Premium, Frempong ist sogar Premium-Version. Der würde sogar meinen Main-Score sogar noch aufbessern. Da haben wir ja schon hier die 97er-Version von ihm. Hier haben wir die 99er gerne mit. Würden wir auf jeden Fall machen. Company, der neue Bayern-Trainer. 4 Playstars Plus auch hier. Mit Antizipation als Playstation Plus. 99er Reactions. Ach du Heilige. Jawohl. Auch Alaba. 99er Reaction. Auch Antizipation als Playstation Plus. Das ist alles, was wir sehen wollen. Und auch hier natürlich Second Position, ZDM und Linksverteidiger. Nicht vergessen. Papin ist am Start. Auf 4 Sterne, 5 Sterne. Auch nur noch 32.000 Münzen. Wir kennen's. 58.000 Münzen. Malassir. Auch quasi schon Discard. 4 Sterne, 4 Sterne in Anführungsstrichen nur. 22k Ricken haben wir uns eben in-game angeschaut. Dann haben wir Milito, 23k auch er. Wahnsinn. Smith nur noch 90k. Auch das eigentlich crazy. 5-Star, 5-Star Version. Tschech nur 200k. 290 Maxpreis, aus welchen Gründen auch immer. Hat natürlich alle Playstyles, die ein Torhüter halt haben kann. Dann haben wir Ferdinand. Natürlich wahrscheinlich auch hier. Nee, 97er Reaction, interessanterweise. Antisituation, Playstyle Plus, aber auch er. Ja, okay, das ist halt eine richtig geile Ferdinand-Karte. Punkthände aus. Und Sokrates haben wir dann am Start. Auch richtig geile Karte. Auch richtig, richtig geile Karte. Und dann haben wir Kö, kann zentral wie links auch rechts spielen. Ja, ich meine, wie allein die Karte geisteskrank war. Und jetzt die brauchen wir gar nicht drum rumreden. 99 schießen, geisteskrank. Und dann CR7. Natürlich noch nicht auf dem Markt. 5-Star, 5-Star. Mit Finesse-Shot, mit Rapid, mit Powerheader und Powershot. Also gegen die Karte, sage ich euch so, wie es ist, will ich nicht spielen. 99 Schießen von oben bis unten, 99 Dribbling, leider 96 Bälle, jetzt keine 99 hier. Wow, 99 Jumping, 99 Tackle-Geschwindigkeit, alles auf 99, 98 Sprintgeschwindigkeit, 93, das ist aber Wahnsinn. Also, Freunde, wenn das Team nicht nochmal alles toppt, dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Dann haben wir noch Harvey draußen, 5-Star, 5-Star auch eher.
Also ich habe den Eindruck, Freunde, wir werden auf jeden Fall aus dem Team ein bisschen mehr ziehen, weil wir einfach auch mehr craften. Deshalb bin ich mal sehr gespannt, was morgen mit der 4-8-10er SBC dann am Ende des Tages passiert. Aber das soll es auf jeden Fall heute mal mit dem Video dann schon gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, lasst auf jeden Fall Liebe da, Freunde. Lasst mich wissen, was habt ihr in euren Pack-Openings und wenn ihr es schon gemacht habt, in den 92-Plus-Player-Picks. In dem Sinne, sehen wir uns gerne morgen wieder an gleicher Stelle. Bis morgen, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.